Hi, wir sind immer noch auf dem MWC unterwegs natürlich und schauen uns hier mal bei Oppo aus China ein neues Smartphone an, beziehungsweise nicht ein ganzes neues Smartphone, sondern ein Gerät, was als Demo dafür dienen soll, für eine besondere Technik. Denn man hat hier erstmals einen optischen 5-fach Zoom in ein Smartphone eingebaut, das trotzdem noch einigermaßen dünn ist. Also wie man sieht, ist das Gerät hier, ja, ich denke mal knapp unter 8 mm noch dick. Der Kamerabuckel da hinten hält sich außerdem stark in Grenzen. Und das Besondere soll halt sein, dass dieses Gerät in der Lage ist, sehr, sehr stark heranzuzoomen. Und ihr habt dann drei verschiedene Zoomstufen bei diesen Prototypen hier zumindest. Es gibt also eine ganz normale Ansicht, da gibt es einen zweifachen Zoom. Das müsste dann einfach nur der Wechsel auf die zweite Kamera sein, denn wie man sieht, sind ja hier zwei Sensoren gleich im Einsatz. Und dann gibt es eben diesen Fünffach-Zoom. Und das Ganze wird möglich, dass dadurch, dass man, wie man hier sieht, ihr könnt ja hier sehen, dass da so ein relativ großer Abstand zwischen der eigentlichen Optik da hinten ist und dem Cover sozusagen auf dem Glas des Smartphones hier auf der Rückseite. Der Trick ist ganz einfach, dass da drin das Licht gespiegelt wird. Das heißt also, das Licht, was von außen reinfällt, wird über eine 90-Grad-Linse zu dem eigentlichen Bildsensor geleitet, der hier auf der anderen Seite dahinter sitzt. Und das ist schon ein ziemlicher Trick, den die hier veranstalten, um das Ganze möglich zu machen in diesem sehr, sehr kompakten Formfaktor. Denn um einen 5-fach Zoom zu ermöglichen, wäre es natürlich ansonsten nötig, eine relativ dicke Optik dazu verbauen. Die ganze Nummer ist letzten Endes aber nur 5,7 mm hoch, also das gesamte Kameramodul. Das ist dann wahrscheinlich einfach noch relativ breit, wie man hier sieht. Aber ansonsten eben sehr flach, und das ist ja vor allem bei Smartphones zumindest aktuell noch immer sehr wichtig. Und wie stark die Auswirkungen des 5-fach Zooms sind, das könnt ihr hier sehen. Wir sind jetzt in der ganz normalen Einstellung, und sobald ich jetzt hier den 2-fach Zoom wähle, dann habe ich hier ein relativ verlustfrei, vor allem auch in Sachen Helligkeit verlustfrei vergrößertes Bild. Und dann springe ich jetzt hier in den 5-fach Zoom, und dann seht ihr, okay, es wird vielleicht ein wenig dunkler. Aber insgesamt ist das Ganze immer noch gestochen scharf, und ihr könnt mit voller Auflösung hier eure Fotos aufnehmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal da drüben auf dieses kleine Türmchen wechseln, dann seht ihr, auch da wird wieder komplett scharf gestellt und das Ganze ist sehr gut erkennbar. Ist schon echt erstaunlich, was Oppo da gebaut hat. Also ihr könnt hier ganz bequem, die Demo ist ganz einfach, dass man auf diese diversen hier ausgestellten Figürchen in dieser Modellbaulandschaft fokussieren kann. Wechseln mal wieder raus. Da wurde jetzt wahrscheinlich auch die normale Kamera umgewechselt, also die da auf der Rückseite eben links neben dem Hauptsensor zu sehen war, beziehungsweise dem Spezialsensor. Und dann gehen wir jetzt auf die zweite Variante, und dann geht es halt weiter auf den 5-fach Zoom. Und das ist schon erstaunlich, denn dann hat dieser Zoom tatsächlich auch eine, ja, wirkliche Funktion im Alltag. Also ihr könnt dann deutlich näher herankommen an die Elemente hier, zum Beispiel da drüben. Wir nehmen jetzt einfach mal da hinten das Bild, was da an der Wand hängt, und gehen dann in den 2-fach Zoom, wieder scharf gestellt, und dann wird gewechselt und ihr habt immer noch ein schön scharfes Bild. Und das ist schon, ja, eine ziemliche Errungenschaft. Oppo hat natürlich bisher noch nicht gesagt, wann das Ganze auf den Markt kommen soll. Es dürfte dann aber relativ bald in diesem Jahr noch soweit sein. Was die Auslösegeschwindigkeit ausgeht, ist man jetzt hier noch ein bisschen langsam. Das Gerät, was dahinter steckt, ich habe eben nachgeschaut, ist im Grunde ein Snapdragon 821 basiertes Gerät, also der MSM 8996, der da drin steckt. Das dürfte außerdem ein 6 Zoll Display sein, und das Ganze sieht schon sehr stark nach einem fertigen Gerät aus, was dann wahrscheinlich irgendwann später in diesem Jahr enthüllt wird. Das war ein kurzer Blick auf den Oppo 5-fach optischen Zoom in einem Smartphone hier auf dem MWC 2017.